Servus Freunde und recht herzlich willkommen zum Teil 1 meines Fräsmaschinenprojekts. Naja, eigentlich ist es ja schon fast Teil 2, denn im Quickie hatte ich sie ja schon kurz vorgestellt. Aber es ist der erste Teil der richtigen Fräsmaschinenserie. Wie man sieht, sie sieht schon relativ komplett aus. Ist sie eigentlich auch? Klar, hier fehlt noch was und da ist auch noch nichts hinten dran. Kommt alles noch. Wir wollen ja noch ein paar Videoserien oder noch ein paar Teile dieser Videoserie darüber drehen. Aber sie ist theoretisch funktionsfähig. Das werde ich heute noch nicht machen, weil es ist alles nur provisorisch verschraubt. Als die Aluminiumteile vor kurzem kamen, habe ich das natürlich erst einmal alles zusammenschrauben müssen. Ich muss ja gucken, ob das auch funktioniert und passt. Es passt alles. Genial. Aber es sind nur ein paar Schrauben drin, die hier die Achsen mit dem Aluminiumwinkel verbinden. Fräsen würde ich so damit noch nicht. Es ist auch noch nichts wirklich ausgerichtet. Kommt alles noch. Aber es ist komplett. Beim Quickie-Video standen ja die Y-Achsen noch einfach auf der Granitplatte. So lose obendrauf. Sollte natürlich nicht so bleiben. Jetzt sieht man, wie das gedacht ist. Es gibt zwei dicke, fette Aluminiumwinkel, wo die Y-Achsen dran geschraubt sind und die Winkel selber sind dann wieder auf der Granitplatte verschraubt. Bevor ich so richtig einsteige, ein Wort noch vorweg. Ich blende im Video auch Logos von den beteiligten Firmen ein. Also wer hat die Granitplatte hergestellt, die Achsen, die Spindel von der Firma Mechatron. Das ist keine Werbung. Die Firmen wussten von diesem Video nichts, aber auch gar nichts, als ich die Teile bestellt habe. Ich habe die also so komplett, wie das Angebot kam, bestellt, bezahlt, mit meinem Geld. Da wird nichts gesponsert, es gibt nichts umsonst. Wollte das nur klarstellen. Manche meinen, ja, okay, der blendet dann Werbung ein und dann kriegt er die Teile halb umsonst. Ist nicht. Also alles offiziell bezahlt, keine Vergünstigungen. Ich blende die Logos nur deshalb ein, weil ich von den Produkten, die ich hier ausgewählt habe, nachdem ich jetzt ein bisschen auch rumgespielt habe, sehr begeistert bin. Deswegen finde ich das gut. Man kann diese Begeisterung dann ja auch ein bisschen weitergeben. Firmen freuen sich vielleicht auch drüber. Deswegen blende ich das da ein. Die Beschreibungen oder Links zu den jeweiligen Produkten, also Achsen, Spindel etc., mache ich auch unten in die Videobeschreibung rein. War beim Quickie ja auch schon so. Hat sich nichts dran geändert. So. Die Y-Achsen stehen auf den Winkeln oben auf der Granitplatte. Man könnte sich jetzt fragen, ja, warum hast du die Dinger nicht einfach hier an die Seite dran geschraubt? Oder wenn schon so hoch, dann vielleicht hier an der Seite einfach eine Platte gerade hoch, Achsen dran, fertig. Klar, hätte man tun können. Dann wären die Kosten für die Granitplatte aber geradezu explodiert. Warum? Ganz einfach. So eine Granitplatte auf einer Seite schleifen und exakt planen, die ist ja, hatte ich im Quickie schon gesagt, Güte Doppel-Null geschliffen. Das heißt also, die größte Abweichung der Granitplatte, egal wo man misst, zu irgendwelcher anderen Ecke, sind nur 3,8 Mikrometer. Und die größte Abweichung lokal, also sagen wir mal, die größte Delle oder Beule, beträgt nur 2 Mikrometer. Das ist so in der Güteklasse Doppel-Null festgeschrieben. Die ist also genau, es ist eigentlich eine Messplatte mit Löchern drin, eine ganze Menge Löcher drin. Gut, die Firma Mikroplan hat mir also diese Platte so hergestellt mit entsprechend glatter Oberfläche. Wenn ich von denen jetzt verlangt hätte, hätten die sich wahrscheinlich tierisch drüber gefreut, die Seitenwände auch noch parallel zueinander, sowohl in dieser Richtung als auch in dieser Richtung und auch noch rechtwinklig zur Oberfläche und das Ganze noch möglichst gerade, das wäre richtig teuer geworden. Weil das ist richtig schwierig. Also eine Oberfläche plan zu kriegen, ist schon nicht einfach. Aber dazu jetzt zwei andere Flächen exakt rechtwinklig und plan zu kriegen, möchte ich nicht bezahlen. Also das fiel weg. Wäre natürlich schick gewesen. Ob es wirklich gut gewesen wäre, ist noch die Frage, weil eine gerade Platte, die von hier unten hochkommt, bestimmt etwas elastischer ist als so ein fetter Winkel. Egal. Ich habe mich für den Winkel entschieden. Das ist deutlich kostengünstiger. Es ist mindestens genauso stabil und es gibt mir sehr viele Freiheitsgrade. Die Achse selbst ist mit sehr vielen Schrauben an dieser Fläche verschraubt oder an der Fläche da hinten, wie man das so schön sieht. Und ich kann diese Achse klar vor- und zurückschieben. Das liegt einfach daran, weil in der Achse T-Nuten drin sind. Ich kann aber auch die Achse rauf, runter und ich kann sie kippen. Ich kann damit also die Achse, die Laufwägen hier drin,
perfekt parallel zur Granitplatte ausrichten, indem ich die Schrauben einfach löse, die Achse ausrichte, Schrauben festziehe, eventuell die Achse an bestimmten Stellen mit Druck beaufschlage, hochdrücke, runterdrücke, dann die Schrauben festziehe. Ich habe also die Möglichkeit, auch die Achse noch ein kleines bisschen gerade zu drücken, wenn es denn notwendig ist, wird sich herausstellen. Da das ein Winkel ist, also nicht nur eine Platte, sondern ein Winkel, und der Winkel ja auf der Granitplatte liegt, habe ich die gleichen Freiheiten jetzt auch nochmal in Bezug auf diese Ebene. Ich kann also beide Achsen so parallel zueinander verschieben, um sie mittig auf die Granitplatte auszurichten. Wäre zwar nicht wichtig, aber kann ich halt tun. Ich kann aber auch beide Achsen so ausrichten, beziehungsweise eben sie parallelisieren, dass sie wirklich beide zueinander exakt parallel verlaufen und der Abstand stimmt. Also nicht nur Winkel, sondern auch Abstand, denn der Abstand ist wichtig für die X-Achse. Diese beiden immer noch aus Holz bestehenden Seitenwangen werden ja aus Aluminium hergestellt, aus dickem Aluminium. Die liegen hier an den Wägen an und liegen da oben am X-Portal an. Wenn da hier der Abstand zwischen den beiden Kollegen nicht exakt so groß ist, wie die Achse lang ist, dann verspannt sich das. Und das kann ich natürlich hier durchs Einstellen mit dem L-Profil ebenfalls einrichten, sodass das spannungsfrei läuft. Ist da Spannung drin, verzieht sich entweder irgendwo was und es ist nicht ganz präzise, oder die Wägen gehen kaputt, weil das natürlich einen enormen Druck ausübt auf die Achsen oder auf die Wägen, die da drin sind. Was letztes Mal natürlich nicht da war, hatte ich schon erwähnt, die X-Achse. Auch die X-Achse selber ist wieder auf einem dicken Aluprofil, ähnlich wie diese L-Profile montiert, hat hier auch nochmal Verstrebungen oben und unten. Dadurch wird ein eventueller Verzug in der Achse selbst auch nochmal ausgeglichen, beziehungsweise ich kann ihn ausgleichen, indem ich an bestimmten Stellen vielleicht Spionblech zwischenpacke, um leichten Druck in die eine oder andere Richtung auszuüben, um eben die Genauigkeit zu erreichen, die ich erreichen möchte. Die da war, egal wo ich mich befinde auf der Platte, möchte ich eine Genauigkeit von unter einem Hundertstel Millimeter haben. Bitte nicht verwechseln, das ist keine Wiederholgenauigkeit. Eine Wiederholgenauigkeit unter einem Hundertstel ist ein Witz. Das kriegt man ganz schnell hin. Nein, ich möchte eine wirkliche absolute Positioniergenauigkeit von unter einem Hundertstel haben. Und das ist eine ganz andere Hausnummer und das ist extrem schwierig. Klingt nicht so schwierig, Hundertstel, was ist denn das schon? Macht jeder Messschieber, naja, jeder elektronische. Das ist schon eine Herausforderung bei einem mechanischen System und insbesondere über den gesamten Verfahrbereich. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich geht, obwohl ich hier wirklich sehr hochwertiges Material eingekauft und verbaut habe. Aber wir werden es sehen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, ob mir das gelingt oder ob es dann doch vielleicht ein, zwei Hundertstel werden, was auch vollkommen okay ist. Also da will ich mich jetzt nicht, deswegen bringe ich mich nicht um oder sowas. Wo wir gerade schon bei Verfahrweg waren. Was haben wir denn hier für einen Verfahrweg? Verfahrweg. Hier liegt eine Fernbedienung rum. Steht gerade auf Z. Ah, es bewegt sich. Nein, das stößt da unten nicht auf. Hoffe ich. Nein, tut es nicht. Der Schalter sitzt 2 mm vor Aufschlag. Ich habe hier 310 mm Verfahrweg. In Z. Wir haben natürlich auch eine X-Achse. Die hat 720 mm Verfahrweg. Also ich kann hier, wenn ich was aufspanne und 700 mm bearbeiten will, durch die 720 mm Verfahrweg kann ich tatsächlich 700 mm bearbeiten. Dann haben wir eine X-Achse, eine Y-Achse, oder besser gesagt, wir haben zwei Y-Achsen. Das ist die eigentliche Y-Achse und das ist die Achse B bei meiner Steuerung, die aber als Master-Slave-Achse verschaltet ist. Also die läuft genauso wie die, damit sich da nichts verspannt. Sehen wir gleich noch, wenn wir zur Elektronik rübergehen, dass es da zwei Endstufen gibt, für diese Achse und für die getrennt. Die werden elektronisch dann wieder synchronisiert. Und dann fahren wir mal ganz nach hinten. Moment, ich fahre auch mal ganz runter. Dann sehen wir schon, oder ihr seht das wahrscheinlich aus dem Blickwinkel nicht so gut, hier ist die Granitplatte zu Ende. Und da ist die Spindel. Ich bin da also 100 mm hinter der Granitplatte. Ja, warum denn das? Nun, da hinten kommt ein Werkzeugwechsler hin.
Ein 100-Platz-Werkzeugwerkzeug. Nein, hätte man vielleicht konstruieren können, aber wollte ich gar nicht. 10 Plätze hat der. 10 Plätze Werkzeuge und der 11. Platz ist der Werkzeuglängensensor. Die sitzen hier hinter, das heißt, die Achse kann da hinten hin, kann runter, kann sich das Werkzeug holen und haut wieder ab. Fahren wir mal wieder ein bisschen hoch. Und nach vorne, Ellbogen weg. Da sind wir jetzt am Anfang von der Aussparung. Ups. Und jetzt bin ich ganz leicht vor der Aussparung. Das sind 1200 mm und ein bisschen, also 1,20 Meter. Mach nicht so einen Krach. So, also 1,20 Meter waren wir jetzt gerade bei der Aussparung. Warum eigentlich diese Aussparung? 300 mm tief und 700 mm breit. Die hat zwei Aufgaben momentan. Eine Aufgabe, da kann ich ein T-Newton-U, wenn man es mal so bezeichnet, also T-Newton hier, T-Newton da, T-Newton da drüben, einhängen und hier oben verschrauben, über die gesamten Schrauben hier ringsrum. Dann kann ich Teile dort bearbeiten, die etwas zu hoch sind für die Brücke. Also ein Schaltschrank zum Beispiel, der kann hier unten runterhängen, ist dann hier in der Höhe und dann kann ich den hier bearbeiten. Das ist Aufgabe 1. Aufgabe 2 dieser Aussparung ist, hier soll noch ein vierte, fünfte Achse-Modul rein. Also ein Dreh-Schwenk-Modul. Schwenken um diese Achse, das wäre dann die Achse A. Und Drehen eines Tellers, das ist die Achse C. Dieses Fünf-Achs-Modul oder vierte, fünfte oder Dreh-Schwenk-Modul, damit werde ich später Teile bearbeiten können mit einem Durchmesser von rund 250 mm maximal und einer Höhe von auch etwa knapp 200 mm. Also doch schon ein recht großes Teil, was da Fünf-Achs bearbeitet werden kann. Darum geht es mir eigentlich gar nicht. Ich brauche für meine Firma eine Fünf-Achs-Maschine, die kleine filigrane Teile, die man für Laser braucht, herstellt. Und das wird die natürlich dann, wenn sie so große Teile 5-Achs fräsen kann, kann sie kleine Teile natürlich erst recht. Nicht immer ist ein 5-Achs unbedingt notwendig. Es geht auch durchaus in 3-Achs, aber dann eben 3-Achs simultan, dass er eben eine 3D-Kontur in adäquater Zeit bearbeiten kann. Da kommen wir dann zu der Spindel von der Firma Mechatron. Adäquate Zeit, was heißt das? Wenn ich ein 3D, sagen wir mal, gewölbte Kugeloberfläche fräsen will, dann muss er ja da immer über diese Kugeloberfläche rüber. Dazu muss sie einerseits relativ schnell sein, die Maschine. Habt ihr gesehen, das waren jetzt 22 Meter die Minute. Fräsen kann sie mit ungefähr maximal 20 Meter pro Minute. Werden wir nicht brauchen, das ist ein bisschen zu schnell. Aber könnte sie theoretisch. Sie bewegt sich also schon einmal relativ fix. Das nützt mir aber nichts, wenn die Spindel sich nicht schnell genug dreht und das kleine Werkzeug, was ich dafür benutzen will, dann eben nicht schnell genug gedreht wird, dann bricht es schlicht ab. Deswegen fiel bei mir die Wahl auf diese Mechatron-Spindel. Die dreht mit 42.000 Umdrehungen. Und da komme ich dann selbst mit einem kleinen Fräser, also 1 mm, 2 mm, mit recht hohen Verfahrgeschwindigkeiten über so eine 3D-Kontur hinweg. Und damit kann ich solche Teile in noch absehbarer Zeit fräsen. Wenn ich da eine normale Fräsmaschine, wie die Optimum, die da hinten steht, benutze, dann dauert das ewig, weil die dreht, ich glaube, knapp 2000 Umdrehungen maximal. Da braucht die eine Woche für so ein Teil, vor allem mit einem kleinen Fräser, weil ich dann ganz langsam darüber muss. Und das geht eben mit so einer Spindel und dieser Maschine hoffentlich dann deutlich schneller. Und das werden wir sehen. Ja, dann gibt es noch was. Also wir haben jetzt hier oben, glaube ich, alles. Wir haben eine X-Achse, eine Z-Achse. Die Kabel sind noch ein bisschen wüst, weil die Schleppketten noch nicht geliefert worden sind. Die kommen aber in ein paar Tagen hoffentlich. Die Spindel ist übrigens wassergekühlt. 2,2 Kilowatt bringt die. Wassergekühlt, weil angenehmer. Und außerdem kann man sie dann dauerlaufen lassen. Also da, wenn man jetzt so ein 3D-Teil fräst, oder auch 5-Achs fräst, ein kompliziertes, das läuft dann schon mal einige Stunden. Und wenn man dann eine luftgekühlte Spindel hat, die dann doch vielleicht am Existenzminimum rumkrepelt, da ist mir der Wasserkühlung lieber. Das funktioniert stabil, da kann die auch mehrere Stunden arbeiten, ohne dass der dann zu warm wird.
Weil Spindel, die zu warm wird, ist nicht gut. Die geht dann relativ schnell kaputt. Was ich noch vergessen habe, ist das Teil hier unten. Wo steht sie denn drauf und was ist das Besondere dabei? Das ist ein geschweißtes Stahluntergestell aus 80 mm Vierkant Stahlrohr, 3 mm Wandstärke. Das ist steif genug, hat sich herausgestellt. Ich war da nicht ganz sicher, habe aber vorher ein Probeuntergestell geschweißt. Das steht jetzt unter der Optimum, die da hinten in der Ecke steht. Und das hat sich als sehr gut herausgestellt. So ein geschweißtes Stahluntergestell hat natürlich den Nachteil, es hat immer Spannungen. Durch Schweißen alleine schon und Stahl an sich, wenn es hergestellt wird, die Quadratrohre haben auch Spannungen in sich. Anders ausgedrückt, so ein Gestell wird mit der Zeit arbeiten. Es werden Spannungen an Stellen, wo sie sehr hoch sind, etwas abgebaut. Dadurch verzieht sich sowas ganz leicht. Klar, das ist nicht zu sehen, aber wir wollen hier Genauigkeiten im Hundertstel Millimeterbereich erreichen. Und das macht das Stahluntergestell mit Sicherheit, dass das in dieser Größenordnung sich verändert mit der Zeit. Deswegen steht dieses Stahluntergestell zwar mit 4 Maschinen-Schwerlastfüßen auf dem Boden, aber die Granitplatte ist nur mit 3 Punkten mit diesem Stahluntergestell verbunden. Einer ist hier vorne, der andere lugt da so ein bisschen raus und der dritte sitzt da hinten. Als die Firma Mikroplan die Platte hergestellt hat, wussten die genau, wo ich die Platte jetzt aufliegen lassen wollen würde. Blöder Satz. Die haben die gleichen Punkte benutzt, um die Platte aufzulegen, als sie sie geschliffen haben. Dadurch ist die Platte jetzt von der Last her und die Biegemomente, die jetzt auf die Platte ausgeübt werden, identisch zu den Biegemomenten, die beim Herstellen der Granitplatte auf die Platte wirkten. Damit bin ich auch losgelöst von eventuellen Verzügen in dem Stahluntergestell. Selbst wenn das Stahluntergestell sich verdrehen und verwinden würde mit der Zeit, die Granitplatte liegt immer noch völlig kraftneutral auf ihren 3 Punkten auf. Das war auch einer der Punkte, weswegen ich eine Granitplatte wollte. Klar, ich hätte auch eine dicke Stahlgussplatte nehmen können, die sind auch sehr spannungsarm. Selbst eine gegossene Aluminiumplatte, wo übrigens auch diese Winkel draus hergestellt worden sind, wäre da durchaus möglich gewesen. Aber irgendwann vor Jahren geisterte mir mal die Idee, durch den Kopf so eine Fräsmaschine zu konstruieren mit einer Granitplatte. Und das hat sich bis heute durchgesetzt. Immer wieder mal habe ich damit angefangen, habe dann gesagt, nee, brauchst du eigentlich nicht. Dann kam die Idee, naja, brauchst du eigentlich doch. Ja, irgendwann habe ich dann tatsächlich angefangen, da mal zu konstruieren. Ja, und jetzt stehe ich neben der Konstruktion und bin total glücklich, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich denke, hier habe ich jetzt genug gesagt. Ich rede immer viel zu viel. Wir gehen jetzt mal rüber an die Steuerung und schauen uns die Steuerung etwas näher an. Die Steuerung ist ein UC300 Ethernet Board. Wow, was ist denn das? Das ist das kleine Ding hier. Das ist dieses kleine Teil hier vorne, ist tatsächlich die Steuerung, die die ganze Maschine steuert. Angebunden per Ethernet, deswegen heißt sie ja auch Ethernet mit Nachnamen. UC steht für UC-CNC, das ist die Abkürzung für die Steuerung und die Steuerungssoftware, die wir uns gleich anschauen, die ich verwende. Das große Zeug hier drumherum ist eigentlich nur ein, man nennt das Breakout Board. Auf dieser Steuerung herrschen TTL-Pegel vor. Also das ist der Mikrocontroller, der hier drauf ist, ein Signalprozessor. Und der hat hier nur TTL-Pegel, also 0 bis 5 Volt oder 0 bis 3,3 Volt, je nach Technologie. Vermutlich 0 bis 3,3 Volt. Und diese beiden Platinen, wo der da drauf steckt, die machen aus diesen 0 bis 3,3 Volt oder 0 bis 5 Volt Signalen dann 24 Volt taugliche Signale. Also entweder 24 Volt Eingänge, die dann optisch entkoppelt sind, oder 24 Volt Ausgänge, die dann auch optisch entkoppelt sind. Und diese beiden Boards, das ist einmal dieses UB1 und das UD1 als Erweiterung, das finde ich so praktisch, weil die tatsächlich alle Pins von dem Controller nach außen führen. Und das auch noch sehr schön auf entsprechende Federzugklemmen. Ich bin ganz begeistert von dem Board.
funktioniert super. Ansteuerung der Endstufen erfolgt über differenzielle Pegel, also sowohl Step als auch Richtung gehen über differenzielle Leitungen. Also immer wenn ein Pegel unten ist, ist der andere oben und umgekehrt. Und die Endstufen suchen sich nur den Unterschied der beiden Pegel raus. Der eigentliche Betrag oder die Spannung ist dem egal. Hauptsache der eine ist drüber und drunter. Das ist störsicherer, die Übertragung. Liefert der mir hier gleich fix und fertig. Geht dann zu den Endstufen. Wären wir auch gleich bei den Endstufen. Die Endstufen sind Lidschein-Servo-Endstufen. Werden versorgt mit 48 Volt. Die kommen hier über die beiden Kabelstränge aus diesem 3 Kilowatt 48 Volt Netzteil. Stromversorgung für die Steuerung erfolgt übrigens über das 24 Volt Netzteil, was sich dahinter befindet. Die Endstufen, das sind die 6 Endstufen, die ich für meine Maschine brauche. Hatten wir ja schon eben angesprochen. 4 Endstufen waren jetzt gerade eben schon in Betrieb. Das ist die beiden Y-Achsen, die X-Achse und die Z-Achse. Dann habe ich da noch 2 Motoren liegen. Das sind die beiden. Das sind schon die Motoren für die 4. und 5. Achse. Deswegen eben auch 6 Endstufen. Hier ist die Endstufe für die Achse A. Das ist das Schwenkmodul. A ist immer die Achse, die sich um die X-Achse herum dreht. Also bei meiner Aussparung ist das eben da quer drin und schwenkt so rum. Dann habe ich hier die Achse C. Das ist das Drehmodul. Achse C ist immer das Drehmodul, welches sich um die Z-Achse dreht. Also in dem Falle so. Dann habe ich hier B. B ist die Slave-Achse zur Y-Achse. Ist also nicht einzeln von mir bedienbar. Die hängt an der Steuerung einfach als Slave-Achse mit dran. Macht genau das Gleiche, was auch die Y-Achse macht. Dann haben wir hier die Y-Achse, hier die X-Achse und da die Z-Achse. Die Verkabelung sieht im Augenblick noch ein bisschen wüst aus. Das liegt halt einfach daran, weil noch keine Schleppketten drin sind. Das muss da alles erst sauber verlegt werden. Dann läuft von oben eine Schleppkette bis da, wo es durch das Loch da durchgeht. Und von dort an geht es dann eine Schleppkette hier nach hinten. Da kommen die beiden noch dazu. Von der anderen Seite kommen auch noch 2 Kabel. Und dann reicht das hoffentlich gerade bis in den Schaltschrank. Wollen wir mal gucken. Könnte ein bisschen eng werden. Muss ich zur Not ein bisschen was verlängern. Dann wird den einen oder anderen gewundert haben, was soll denn dieses analoge Instrument da? Und dann auch noch Mikroampere. Das kann doch gar nicht sein. Hier sind doch keine Mikroamperes. Nein. Mikroampere nur deshalb, das wird noch unbeschriftet in Prozent. Also denkt euch das Mikroampere da weg und ein Prozentzeichen dafür hin. Dann stimmt es nämlich. 0 bis 100 Prozent. Die Spindel, das ist der Schaltschrank von der Spindel, der Frequenzumrichter, der hier drin ist, liefert ein analoges 0 bis 10 Volt Signal passend zur Last an der Spindel. Also die Spindel komplett ausgelastet ist mit ihren 2,2 Kilowatt, dann würde das Zeigerinstrument 100% anzeigen. Ich denke, das ist ganz hilfreich, wenn man beim Fräsen mal gucken will, wie stark belaste ich denn jetzt eigentlich gerade die Spindel und dementsprechend natürlich auch den Fräser. Wenn das also dann in der Nähe von 100% rumläuft, dann muss man sich vielleicht mal überlegen, ist das sinnvoll oder sollte ich vielleicht ein bisschen die Spanmenge reduzieren, den Vorschub reduzieren, sowas in der Richtung. Aber momentan ist das einfach ein analoges Zeigerinstrument, funktioniert klasse. Später werde ich es, ist mein Plan, es in irgendeiner Form analog auf dem Bildschirm darstellen, als Balken oder irgend sowas. Muss ich mal schauen, ist noch nicht raus. Ja, mehr gibt es eigentlich dazu gar nicht zu sagen. Das ist schon aufgebaut auf der Grundplatte eines Schaltschranks. Insgesamt wird es 3 Schaltschränke geben. Einmal den Spindelschaltschrank, der ist ja fertig, wurde von der Firma Mechatron mitgeliefert, kommt in die Mitte unten ins Gestell der Fräsmaschine. Dieser Schaltschrank hat etwa die gleiche Größe, nein, der hat sogar genau die gleiche Größe, nur nicht ganz so hoch. Der sitzt hier vorne, also jetzt da, wo man nicht hingucken kann, weil der Tisch im Weg ist, unter der Maschine. Und dann gibt es noch einen kleineren Schaltschrank, befindet sich auf der anderen Seite von uns, von außen. Das ist die Stromversorgung. Da geht 380 Volt Drehstrom rein und wird dort, Hauptschalter natürlich, verteilt auf die anderen Schaltschränke. Also in diesem Falle hier geht eine Phase hin, weil der macht ja schon 3 Kilowatt, also damit ist eine Phase gut ausgelastet. Die Spindel kann 2,2 Kilowatt plus Verlustleistung, sind wir da auch bei knapp 3 Kilowatt, die zweite Phase weg. Die dritte Phase dient dann dazu, Nebenaggregate wie Kühlaggregat, Seitenkanalverdichter für einen Vakuumtisch, Kompressor oder sowas mit Strom zu versorgen.
Dann habe ich das alles zentral an einer Stelle. Da kann auch nochmal ein Netzfilter rein, wenn man möchte. Da ist der fette Hauptschalter drin, da sind Sicherungen drin. Das ist alles völlig getrennt von den Schaltschränken hier. Ich hatte schon angekündigt, wir schauen uns Software an. Tun wir jetzt. Da gehe ich mal am besten auf diese Seite. Das ist eine ganz normale Benutzeroberfläche von UCCNC, also die Standard-Benutzeroberfläche, die ich nur ganz leicht modifiziert habe. Was mir wichtig war bei dieser Maschine oder eigentlich bei allen meinen VS-Maschinen, ich benutze UCCNC seit über 10 Jahren schon, perfektes Teil, funktioniert super. Was mir wichtig ist, Cycle Start und vor allem Feed Hold, die möchte ich als etwas größere Tasten haben. Dementsprechend habe ich mir das da angepasst. Cycle Start wäre jetzt nicht so wichtig gewesen, da kann man sich auch Mühe geben, im Finger zu treffen. Das ist immerhin ein, wir können ja mal hier die Geschwindigkeit auf 0 stellen, vorsichtshalber schon, weil wir da gleich rübergehen werden und dieses Programm hier, dieses NC-Programm, gleich mal Fräs simulieren. Da wird sich die Spindel nicht drehen, aber zumindest wird die Maschine sich bewegen. Ich hatte das vorhin beim Test schon mal auf 300% stehen, das ist vielleicht zum Anfang etwas viel. Cycle Start wäre ja noch okay, wenn es klein ist, aber Feed Hold, das ist eigentlich die wichtigste Funktion, finde ich. Wenn irgendwo was nicht so läuft, wie es sollte, reicht hier ein Druck drauf und die Maschine bleibt erstmal einmal stehen. Sie bricht das Programm nicht ab, sie bleibt einfach nur an der Stelle stehen. Spindel bleibt laufen, man kann also jederzeit Feed Hold wieder rausnehmen und sie macht einfach weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Was auch noch wichtig ist, ist ja auch eine Stopp-Funktion, ist eben Cycle Stop bzw. Reset, das ist dann noch brutaler, da werden auch die Endstufen dann stromlos geschaltet. Deswegen habe ich mir die größer gemacht, das ist die Veränderung an dieser Stelle. Dann habe ich hier natürlich die, eigentlich kann UCCNC 6 Achsen handeln, tut sie jetzt ja auch, aber die zweite Y-Achse ist ja hier nicht mehr einzeln benutzbar. Die läuft als Slave-Achse neben der Y-Achse her, die B-Achse. Und deswegen habe ich die hier rausgeschmissen. Ich habe also jetzt nur noch, wie auch die Endstufen, X, Y, Z, A und C. B läuft versteckt im Hintergrund, einfach synchron zur Y-Achse mit. Deswegen habe ich das hier ein bisschen kleiner gemacht. Dadurch habe ich hier unten ein bisschen Platz gefunden für die verschiedenen vorprogrammierbaren Ruhepositionen. P1 zum Beispiel ist die Wechselposition, wenn ich Werkzeug von Hand wechseln will. Da kommt es mir entgegen, bleibt vorne stehen, möglichst hoch. Offline-Mode, gut, das braucht man eigentlich nur zum Testen, kann später rausfliegen. Dann habe ich hier noch was rausgeschmissen. Es gibt für jede Achse auch noch einen Skalierungsfaktor. Der ist kontraproduktiv. Ich baue eine Maschine, die so präzise und genau wie möglich ist, dann brauche ich keinen Skalierungsfaktor. Sonst bräuchte ich die Maschine nicht so genau zu bauen. Der ist also auch rausgeflogen, deswegen habe ich hier ein kleines bisschen Platz gewonnen. Muss ich mal gucken, das sortiere ich vielleicht noch ein bisschen um. Da kommen vielleicht noch ein paar Buttons rein, die ich brauche oder auch nicht. Muss ich erst noch schauen. Das sehen wir gleich wieder. Da gehen wir jetzt nämlich hin und dann starte ich die Maschine drüben mit der Fernbedienung. Ich laufe euch da mal einfach so vor der Linse her. So, wir haben uns angeschaut, wie die Maschine aufgebaut ist, wie die Steuerung aufgebaut ist, wie der PC aussieht und ihr habt gesehen, da war ein NC-Programm geladen. Und dieses NC-Programm entspricht genau dieser Zeichnung, die ich hier mal so draufgeklebt habe. Den Nullpunkt habe ich bereits gesetzt, der sitzt da vorne. Und wenn ich dieses NC-Programm jetzt starte, dann sollte die Maschine eigentlich diese Fräsoperation ausführen. Was macht sie zuerst? Sie wird diese Tasche ausfräsen. Dann geht sie an diese Bohrungen. Das ist 20 mm, 15 mm, 10 und 6 mm. Wird die auszirkulieren, in der Mitte also runterbohren und dann einmal ausfräsen, damit die Durchmesser kommt. Danach geht sie in diese Schlangenlinien rein. Die habe ich ganz bewusst so gewählt, weil das keine perfekten Kreise sind. Und da wird man sehen, dass im Augenblick die Endstufen noch nicht perfekt abgeglichen sind, denn das wird ein bisschen rubbelig werden. Das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich drücke mal auf Start. Das ist der simulierte Werkzeugwechsel im Augenblick. Jetzt bohrt sie sich
in die Oberfläche. Also ihr müsst euch jetzt da so ein 20 mm Platte vorstellen, gell? Und jetzt fängt sie an, das abzuzeilen. Im Augenblick läuft sie mit 2 Meter pro Minute. Das drehe ich jetzt mal ein bisschen hoch. Das sind jetzt 6 Meter pro Minute. Das dürfte für die Bearbeitung mit Aluminium, ich habe keine Erfahrung bei den Geschwindigkeiten. Unter Umständen ist das durchaus tolerierbar. Wir werden sehen. Das passiert dann erst, wenn da tatsächlich Aluminium auf der Maschine drauf ist. Und bei diesen kleinen Löchern sieht man in der Tat, wie die schwere Granitplatte auf dem Untergestell sich bewegt. Jetzt sieht man auch so leichtes Rappeln. Das ist genau das, was ich eben schon angedeutet habe. Die Regelkreise in den Endstufen sind noch nicht perfekt abgeglichen. Die Endstufen habe ich, ich mache das mal ein kleines bisschen langsamer, dann wackelt es nicht ganz so schlimm. Die Endstufen habe ich auf dem Labortisch abgeglichen, indem ich die Achsen vor mir hatte, die Endstufen vor mir hatte und sich das hin und her habe fahren lassen und mir angehört habe, wie sich das anhört. Ja, wie auch immer. Dafür denke ich mal, ist das schon gar nicht schlecht. Perfekt ist es nicht, deswegen muss ich da noch mal ran. Jetzt fräst er noch die Außenkontur. Das sind 4 Meter pro Minute. Und dann ist das Programmchen auch schon fertig. Und wenn das Programmchen fertig ist, dann nehme ich das als Anlass, das Video auch zu beenden. Die nächsten Schritte, die jetzt stattfinden müssen, ist, ich muss das ganze Ding wieder auseinanderbauen. Nanu, warum? Da das alles noch provisorisch verschraubt ist, also die Achsen, also hier die Aluminiumteile zum Beispiel wurden geliefert, da habe ich das erstmal nur zusammengeschraubt, um zu gucken, passt das alles? Es passt. Soweit habe ich das jetzt getestet. Ich konnte die Achsen fahren, programmgesteuert fahren, die Verkabelung der Steuerung ist soweit schon mal funktionabel. Blödes Wort. Ja, aber das muss natürlich jetzt alles richtig gemacht werden. Also es wird alles auseinandergeschraubt wieder. Die einzelnen Teile werden jetzt dann nochmal auf Maßhaltigkeit, vor allem auf Winkligkeit überprüft. Notfalls hier und da ein bisschen korrigiert, damit der rechte Winkel auch tatsächlich ein rechter Winkel ist. Dann werden die Achsen mit allen Schrauben an den Winkeln verschraubt. Das sind übrigens insgesamt 88 Stück. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, die Hälfte hätte auch gereicht. Aber jetzt sind 88 Löcher drin und jetzt werden noch 88 Schrauben da reingedreht. So, ja, das Gleiche natürlich hier mit dem X-Portal. Das muss alles auseinandergebaut, vermessen, eingestellt werden, wieder zusammengeschraubt. Dann kommt es auf die Granitplatte drauf. Dann werden die Teile zueinander ausgerichtet. Und dann ist wahrscheinlich wieder Zeit genug oder zieht Zeit ran, um ein weiteres Video darüber zu machen. Zwischenzeitlich wird wahrscheinlich auch die Schleppkette kommen. Dann sieht das hier oben ein bisschen kompletter aus. Ich werde berichten. Bis dahin bleibe ich euer Ingmar, bleibt mir gewogen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Video.